Hallo Schwein. Apropos Schwein, ich sollte mir ja mal wieder so ein Schweineschnitzel reinpfeffern, um wieder weniger Hunger zu haben. Ja. Hierdurch. So. Und wieder Richtung Spawnpunkt und Richtung Haus. Das ist ja total verwirrend hier. Ich freue mich ja schon, wenn wir dann das erste Mal auf ein Dschungelbiom treffen werden. Diese Map ist ja mit dem 1.2 Update rausgekommen. Also denke ich, dass wir hier irgendwo nach langen Erkundungstouren auch ein Dschungelbiom finden werden. Allerdings freue ich mich dort auch auf das heitere Verirren. Und das Haus sieht doch jetzt schön aus mit diesem Schnee obendrauf und dem Holz und so. Richtig feierlich. Also, wir könnten das Bett eigentlich gerade hier drin craften. Wir könnten sogar zwei machen. Wir haben jetzt ja so viel Wolle. Und Holz haben wir auch noch ein bisschen übrig. Sollten wir auch gleich wieder fällen. Hier die Wolle obendrauf und das erste Bett. Und natürlich noch das zweite für die Höhle. So, hier runter. Ja, so ungefähr. Ja, schauen wir mal, wo wir das Bett hin platzieren können. Am besten mal hier. Man sollte es ja nicht gerade an der Wand platzieren, sonst können Viecher einen von hinten erwischen. Und jetzt bereue ich es, wo ich es gesagt habe. Naja. Ich hoffe, ihr checkt den Insider nicht, denn ja, nicht gerade jugendfrei. Aber das Bett muss hier runter. In die Höhle rein und platzieren wir das mal so. Wir können natürlich nicht schlafen, war ja klar. Schaffen wir noch ein bisschen von unserem Vorrat rüber, am besten so viel wie halt möglich. Ein bisschen Schnee und so, Kies. Wir können ja nachher noch alles sortieren, nachdem wir unser Inventar voll gespammt haben mit dem ganzen Zeug. Und rüber. So, den Redstone hier rein. Ich glaube, ich platziere die Erze mal ein bisschen weiter unten. Und die verarbeiteten Sachen in Mitte, sowie die Grundblöcke nach oben. Ich glaube, das ist das beste System, das ich machen kann. Holz brauche ich noch. Den Gravel. Cobblestone, Gravel, die Eier da in die Mitte. Ja, das Rotten Flash ebenfalls in die Mitte, Saplings auch. Den Weizen auch, Strings, Bone Meal, also Knochenmehl, Federn, halt all das Zeug, was ihr von den Zombies und sonstigen Viechern so bekommt. Die Schneebälle, ja, hier hinten mal rein. Den Flint oder Feuerstein hier. Kohle könnten wir hier zu den Erzen tun. Hier hinten irgendwie, dann können wir hier die Eisen reinmachen. Hier noch die Wolle. Nur Erde können wir immer gebrauchen. So, und das ist, Inventar ist wieder ein bisschen freier so. Ja, was sollte man jetzt noch machen? Irgendwie hatte ich etwas vor, aber ich weiß noch nicht mehr, was ich tun wollte. Ich könnte ja das Knochenmehl nehmen und unsere Weizen noch ein bisschen weiter wachsen lassen. So, hier rüber. Und auf mit dem ganzen Zeug. Dann haben wir schon wieder ein bisschen mehr die Harke hervorgepackt. Ich glaube, wir sollten das Feld ein bisschen erweitern, nachdem wir, hier unten ist Eis, ein bisschen wieder Holz gesammelt haben und so. Hier noch die Seeds nehmen und rein platzieren. So. Die Axt hervorgegriffen und dann fällen wir hier weiter fröhlich Bäume. Den können wir hier stehen lassen. Und hier in der Nähe unseres Hauses bauen wir am besten die etwas kleineren Bäume ab,
da die halt weniger Zeit brauchen und außerdem auch weniger mühsam sind als die größeren. So viel dazu. Aber zumindest können wir uns so das Holz noch holen. Und weiter zum nächsten Baum. Wir könnten uns ja selber hier eine Art kleines Tal bauen, indem wir hier das ganze Erde Gesocks abbauen. Aber dazu muss ich mir noch ein paar Themas bereitlegen. Denn sonst wird es mit der Zeit wirklich extrem langweilig, wenn man nur Erde abbaut halt. Hier noch ein bisschen Holz für unseren Vorrat. Und dann sollten wir das eigentlich schon raffen. So, ein bisschen hochbauen. Ja, wird gerade Nacht, wie ich sehe. Dann können wir unseres neue Bett ja testen. Natürlich, es geht nicht. Komm schon. Oh, Spielverderber. Halt den nächsten Baum noch holen. Den da hinten am besten. Hier die Saplings noch aufgesammelt. Und weg mit dem Holz. Es kann natürlich auch sein, dass es jetzt zu schneien beginnt und deshalb dunkler wird, aber ich glaube es eher nicht. Es ist Nacht. Und dann verpieseln wir uns lieber wieder hier rein. Oh nein, Schwein, tut mir leid, du kommst hier nicht rein. Diese Bude gehört uns, wir haben sie auch gebaut. Also, gute Nacht. Und schon wieder wach. Gibt's ja nicht. Dann können wir das Holz noch in Wooden Planks verwandeln und eine Menge Stickies draus machen. Ich denke, ihr wisst schon, was ich vorhabe. Zäune ohne Ende bauen, denn dann können wir uns schon einmal eine Schweinefarm anlegen, um unser Überleben zu sichern. 28 sollten mal reichen. Wir können hier noch schnell ein Zauntor bauen. So, die Zäune hier runter. Stick ist aufgesammelt. Blub. Und wieder heraus. So, wo bauen wir am besten unsere Schweinefarm? Hierhin würde ich sagen. Also müssen wir doch schon ein bisschen Erde jetzt abbauen. Was natürlich nicht so toll ist, aber was will man machen? Und ich will jetzt auch nicht alle Schneebälle einsammeln. Also baue ich hier beabsichtigt den unteren Teil ab. So. Ah, super, aber trotzdem passiert es noch. Also ein bisschen schade, dass man nicht einfach auswählen kann, den ganzen Block abbauen und dass es nicht, wenn man von oben abbaut, immer den Schnee abbaut. Aber die, die halt Freude an Schneebällen haben, sollen die halt auch kriegen. Später könnten wir uns ja auch noch einen Schneegolem bauen, der zwar irgendwie ein bisschen sinnlos ist, aber manchmal noch ganz witzig. Oder natürlich der Iron Golem oder Eisen Golem, wie auch immer, der auch neuerdings noch eingeführt wurde. Der beschützt ja die Dorfbewohner, sofern man ihn in der Nähe des Dorfes baut. Und hier wieder ein Loch im Boden. Schlimmer als jeder Creeper. Ich glaube, ich bereue, dass ich es gesagt habe. Wobei, jetzt ist ja Tag, also können wir die uns sowieso nichts. Und ich sollte mal besser aufpassen beim Erde abbauen. So, 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 so. Und weg damit. Hier noch. Super. Den Dreck weg und den. Das ist echt unglaublich. Wie schnell man sich hier verklickt, ist ja echt nicht mehr schön. Hier noch. Und ruckel, ruckel, ruckel. Bauen wir uns hier den Zaun für ein kleines Schweinegehege.
Ja, es reicht sogar für ein bisschen ein größeres. Hier noch das Zauntor rein. Hier oben noch absperren. Eigentlich ist es nicht schlecht, wenn noch mehr Tiere hereinkommen. Aber mit der Zeit wird es halt lästig. Wieso geht das nicht? So. Hier rauf. Mal schauen, ob es genügend ist. Daneben. Und hier immer noch den Schnee abbauen. Hier den Zaun. Und dann sollten wir es gleich gerafft haben. Und ich komme natürlich nicht mehr rauf. So. Hier noch den Schnee. Zack, zack, zack und zack. Hat ja perfekt gereicht. Dann können wir ja fail uns noch das Getreide holen, wenn wir es nicht dabei haben. Wir haben es dabei und dann würde ich sagen, holen wir uns die ersten Schweine. Hier rauf. Komm, put, put, put. Wo seid ihr? Vorher wieder massenweise Schweine und jetzt ist kein einziges mehr da. Typisch. Mein Glück halt. Ah, dort Schweine, Schweine, Schweine. Herkommen. So, es sollte mir jetzt rein theoretisch folgen, solange ich nicht zu schnell laufe. Zu schnell laufe. Ich meine natürlich zu schnell laufe. Was ist das jetzt wieder für ein absolut schweineartiges Deutsch? Oh, tut mir leid, ich wollte dich nicht beleidigen, aber was soll's. Hier rein. Komm schon. Gut. Und du kommst hier nicht mehr raus. Ich hol dir noch deine Geliebte. Versprochen. Und da ist ja schon, oder es, oder was auch immer. Und noch ein Huhn, das trifft sich ja perfekt. Es ist zwar ein bisschen dämlich, wenn beide im gleichen Stall drin sind, aber für den Anfang wird schon gehen, alle hier rein. Ja, kommt schon. Hier zumachen und die Schweine können eine runde Liebe machen. Haben wir noch Eier dabei? Nein, haben wir nicht. Und die Schweine versperren den Zaun. Weg. So, dann haben wir uns die erste Tierfarm gebaut. Und Weizen haben wir ja auch schon ein bisschen. Knochenmehl hervorzücken ist zwar eine echte Verschwendung von dem Zeug, allerdings können wir so relativ schnell an Weizen herankommen, den wir ja dringend brauchen, zumindest um Tiere anzulocken und um Brot zu backen. Also gebacken wird das Brot nicht wirklich, aber es wird eigentlich mit dem Crafting Table gecraftet. Also man könnte es eigentlich als Kneten verstehen, wobei so ein rohes Brot ist nicht gerade wirklich sehr lecker. Aber was soll's. Wir tun uns hier ja wirklich komische Sachen hier in Minecraft an. Dann sollten wir uns hier noch... Haben wir einen Stein noch? Nein. So, Stein schnappen und uns für eine weitere Höhlentour bereit machen. So, weitere Spitzhacken. So. Das Zeug noch hier rein. Die Wooden Planks ebenfalls. Dirt auch, brauchen wir nicht. Oder zumindest nur in kleineren Mengen. Hier noch rein, die Saplings können hier noch rein, Schneebälle. Sonst sollte es eigentlich soweit gut sein. Ja, die Schere. Das wäre sonst eine echte Eisenverschwendung. Und noch ein paar Stickies. Wir sollten trotzdem ein bisschen Holz mitnehmen. Und Kohle sowieso. Auch wenn wir die unten finden werden. Aber man weiß ja nie.